an die Politik, die Medien und die Wissenschaft. Das geht an die Politik. Ihr habt versagt auf ganzer Linie. Durch Inkompetenz, Engstirnigkeit und die konsequente Weigerung, die notwendige Breite in der wissenschaftlichen Diskussion zuzulassen. Euer Job wäre es gewesen, täglich eine neue Einschätzung vorzunehmen, immer auf der Suche zu sein und zu bleiben, um nach besseren als den bisher eingeschlagenen Wegen zu forschen. Man muss kein Genie sein, und dass ihr keine seid, habt ihr mehr als eindrucksvoll bewiesen, um zum Schluss zu kommen, dass man eine Krise nicht mit immer dem gleichen Werkzeug beheben kann. Doch ihr habt genau das gemacht. Ideenlos, autoritär, ohne die Bevölkerung in mögliche Strategien mit einzubeziehen. Die Schuldigen, das waren und sind bei euch immer die Menschen. Deren Verhalten, deren Ängste, Kritik und Sorgen habt ihr an den Pranger gestellt, ihnen Unvernunft und Rücksichtslosigkeit vorgeworfen. So sind jeder potenzielle Wissensdurst und jede Bereitschaft, aktiv mit für ein Ende der Krise zu arbeiten, abhanden gekommen, untergegangen in euren Plattitüden und eurer totalitären Denkstruktur. Ihr habt Menschen ratlos gemacht, habt sie in Depressionen geführt und zum Suizid getrieben. Aber eure Inkompetenz ist nicht mal das Schlimmste. Viel schlimmer ist die Beratungsresistenz von euch. In anderen Themenfeldern kann man mit dieser Resistenz leben, sie richtet vielleicht nicht so viel an. Aber hier, in dieser Krise, mit diesen Maßnahmen, die nicht hinterfragt werden dürfen und die ihr selbst nicht hinterfragt, hier sind die Folgen gravierend. Menschen sind einsam gestorben, weil ihr sie nicht schützen wolltet, sondern euch über die Bevölkerung erhoben habt wie gierige Könige. Kinder sind traumatisiert, auf Jahre in ihren zerbrechlichen Herzen angegriffen, mit Folgen, die einen großen Teil einer ganzen Generation zu seelischen Krüppeln machen können. Euer Mittel dagegen? Nachhilfeunterricht. Ihr habt Lebenswerke zerstört, habt Menschen in die Pleite und in die Verzweiflung getrieben. Für viele wird es keine alte Normalität mehr geben, weil die neue inzwischen den größten Teil ihres Lebens dominiert. Ihr habt Menschen mit jahrzehntelangen Verdiensten an das gesellschaftliche Kreuz genagelt, habt sie diffamiert, sie bedroht, ihnen Jobs und Geld genommen, sie zur Flucht gezwungen. Menschen, die ihr früher hofiert und neugierig in Talkshows nach ihren enormen Leistungen, Innovationen und Ideen an den Lippen gehangen habt, stellt ihr nun in die Ecke des Bösartigen, des Dummen oder beides. Es ist eure Beratungsresistenz, die nicht folgenlos bleiben darf. Es ist eure Weigerung, die Bevölkerung zu einen und zur Solidarität zu ermutigen, die nicht straffrei bleiben darf. Das ist mit Abstand das Schlimmste an euch. Ihr denkt so kategorisch und narzisstisch im Recht zu sein und das Richtige zu tun, dass euch die Möglichkeit der Selbstkritik vollständig entglitten ist. Ihr zieht nicht einmal in Erwägung, dass ihr euch getäuscht haben könntet, dass andere gedankliche Pfade Beachtung verdient hätten, dass das Leid, das ihr anrichtet, schlimmer ist, viel schlimmer ist als das, was ihr verhindern wolltet. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr eines Tages für das, was ihr getan habt, vor einem Richter steht, der über eure Taten urteilt, hart urteilt. Das geht an die Medien. Ihr habt nicht nur versagt, ihr habt euch festgelegt auf eine Erzählung, an der ihr selbst mitgestrickt habt. Ihr habt die Politik vor euch hergetrieben, habt eskaliert, schikaniert, diffamiert und die Politik hat es euch dankbar und mit offenen Händen abgenommen. Der überwiegende Teil von euch war und ist nicht der Wahrheit verpflichtet, sondern seinem eigenen Vorteil, der eigenen Karriere, dem eigenen Chefredakteur. Der wiederum leckt die Stiefel derer, die ihn bezahlen mit Werbeanzeigen, Spendenpreisen und exklusiven und elitären Mitgliedschaften und Interviews. Die Wahrheit ist euch so nah wie ein Mensch, der im kommenden Winter frieren muss, weil die Energiepreise, die Mieten, die Lebensmittel nahezu unbezahlbar geworden sind. Zwischen euch und ihnen besteht keine Verbindung, weil ihr in eurer Blase lebt, die davon atmet, sich weiter aufzublähen und zu garantieren, dass ihr unter euch bleibt. Ihr habt nicht recherchiert, habt euch nicht gewundert über die desaströse Politik, habt keine unbequemen Fragen gestellt, nicht nach Alternativen geforscht oder gar versucht, Korruption und Verbrechen aufzudecken.
Eure schützende Hand habt ihr über die gelegt, die die letzten Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen, die Millionen Menschen hierzulande und anderswo in den Abgrund getrieben haben. Mit einer unsäglichen Arroganz sitzt ihr da in Talkshows an euren Schreibtischen beim Lieblingsitaliener und blickt auf alle anderen herab, die ihr verachtet, und blickt auf zu denen, die euch füttern. Ihr habt die Weisheit mit denselben Löffeln gegessen wie die Politik, und was empfindsamen Menschen bitter auf der Zunge liegen würde, durchströmt euch kalten Kreaturen mit einem süßen Gefühl der Macht. Die Wahrheit habt ihr zersägt und mit euren Faktencheckern in Scheiben geschnitten. Sie liegt schimmelnd vor euren lackierten Schuhen und wird erst wieder Wertschätzung erfahren, wenn auch ihr vor einem Richter steht, der euch sein Urteil vorliest. Das geht an die Wissenschaft. Ihr seid die kleinste, aber doch anrüchigste Gruppe derer, die die Gesellschaft gespalten und auf Jahre in physische und emotionale Isolation getrieben hat. Ihr seid nicht besser als die Politik und die Medien, ihr seid schlimmer, weil ihr das Fachwissen habt oder haben müsstet, das euch zur Vernunft hätte bringen müssen. In einem kleinen Kreis habt ihr euch zusammengeschlossen, um die Wahrheit der Wissenschaft zu verkünden. Eine Wahrheit, die ihr als solche festgeschrieben habt. Eine Wahrheit, die vollumfänglich unwissenschaftlich neben sich keine andere zulässt. Ihr habt nicht, wie es wissenschaftlich notwendig und zielführend gewesen wäre, andere Fachrichtungen konsultiert. Ihr habt euch nicht gestritten und neue Ansätze entwickelt, die ihr hättet diskutieren können. Ihr habt den Irrtum gedanklich nicht erlaubt, obwohl er es ist, der die wunderbare Welt der Wissenschaft auszeichnet. Ihr habt die Wissenschaft verlassen, als ihr begonnen habt, politische Ratschläge zu geben, gesellschaftliche Zusammenhänge zu ignorieren und am Ende herablassend erwartet habt, dass euren Hirngespinsten Folge geleistet wird. Ihr habt die Grenzen eurer Fachgebiete nicht nur überschritten, ihr seid weit darüber hinausgegangen und habt euch zu Themen geäußert, für die ihr nicht ausgebildet und nicht zuständig seid. Ihr habt mitgemacht, als es um die kollektive Schuldzuweisung ging, habt nach Peitschen geschrien, Menschen als Tyrannen bezeichnet und ganze Bevölkerungsgruppen als wertlos, gefährlich und terroristisch gebrandmarkt. Wissenschaft ohne menschliche Wertschätzung ist das, was euch auszeichnet. Wissenschaft ohne Neugier, aber mit viel Gier. Gier nach Macht, nach Publikum, nach Geld und nach Kontakten, die euch euren Weg zum Erfolg verschönern. Ihr hättet ein Gegengewicht sein können, sein müssen, eine Stimme, viele Stimmen der Vernunft. Ihr hättet pragmatisch und fachlich zugleich nach Auswegen suchen können, mit Irrtümern, mit Fehlannahmen, mit gescheiterten Versuchen und am Ende im besten Fall mit den Menschen zugewandten Lösungen. Lösungen, die den Alten, den Jungen, den Kranken, den Gesunden und allen anderen zugute kämen. Mich treibt die Hoffnung an, dass auch ihr für eure Ungeheuerlichkeiten zur Verantwortung gezogen werdet, dass auch ihr vor einem Richter landet, der euch Stück für Stück eure schrecklichen Taten vorliest und dann sein Urteil spricht. Es wird viele Urteile geben müssen und sie müssen angemessen, aber scharf sein. Ich hoffe still und doch desillusioniert, dass es so weit kommt.